Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Video geht es um das Thema Kundenakquise offline. Ich habe euch einen Fall mitgebracht, ein Fallbeispiel, eine Case Study. Dies habe ich beim letzten Business Day auf Twitch erklärt und diesen Auszug will ich euch jetzt mal hier zur Verfügung stellen. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Typ, der offline Kunden bekommen will. Ich mag ja auch das Wort Kunden nicht, sondern ich mache das Ganze mehr online. Dennoch gibt es ein paar Tipps und der Grundtipp ist es, wenn du offline Kunden bekommen willst und zwar gezielt auch Kunden, die du dir vorher rausgesucht hast, ist ja mehr oder weniger Kaltakquise eigentlich. Und dafür der Weg über ein kleines Geschenk, über eine kleine Aufmerksamkeit, ohne viel Zeit von der Person zu nehmen. Und da habe ich ein kleines Fallbeispiel, eine Case Study für euch. Ich würde sagen, viel Spaß damit und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was euch noch dazu einfällt. Ich bin gespannt. Film ab. Okay, ich gehe jetzt mal aber zu ein paar Methoden, die man auch machen kann in dieser wilden Zeit mit Kontakteinschränkungen. Und da gibt es eine Strategie. Ich habe jetzt das Beispiel nicht hier, ich habe es irgendwo hier im Office. Ich bin früher, als ich damals ins andere Gebäude gezogen bin, ja, das war mein altes Office, waren damals so 300 Quadratmeter. Und das war in einem Gebäude, da waren noch so 20 bis 30 andere Firmen drin. Arztpraxen waren da drin, Anwälte waren da drin und so weiter. Und ich kam in dieses Gebäude rein und habe mir gedacht, naja, eigentlich können ja alle meine Kunden werden. Was mache ich jetzt? Und jetzt bitte gut zuhören, weil das ist meiner Meinung nach ein Fehler, den viele machen. Gerade bei der Kaltakquise. Wobei, wie gesagt, ich bin kein Experte, das sind nur meine Erfahrungen. Bei der Kaltakquise und bei der Offline-Akquise ist es oft so, dass man direkt etwas verlangt. Das heißt, wenn du eine Person anrufst, um dich vorzustellen, verlangst du ja schon, dass die andere Person dir zuhört, also Zeit. Das heißt, du hast so nichts gegeben, du verlangst. Wenn man in ein neues Gebäude reinzieht, machen viele so eine Eröffnungsparty. Ja, eine Studio-Eröffnungsparty. Andreas Drienbacher neulich auch, hat eine Studioeröffnung gemacht und dann kommen Leute zu ihm. Auch da verlangst du wieder was. Dass andere Zeit, Kilometer, Spritkosten in Kauf nehmen, um bei dir vorbeizukommen. Besser wär's doch, wenn du erstmal was gibst. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich jedem im Gebäude geben? Boah, ein Geschenk. Was schenke ich denen? Was braucht jeder? Ein Speicherstick, ein Kelvin Hollywood Datenstick. Da könnte ich ein Video draufpacken, mit einer Message. Dazu lege ich noch eine Karte, ein schönes Anschreiben. Also habe ich eine Karte gemacht, habe hingeschrieben, wer in den Baumarkt geht und einen Bohrer kauft, will keinen Bohrer, der will Löcher. Wer zum Fotografen geht, will keine Bilder, der will einen Job, in Klammer Bewerbungsfotos, Erinnerungen, in Klammer Hochzeit, mehr Geld verdienen, in Klammer, Werbeaufnahmen. Ich bin Kelvin und Fotograf. Und neu in diesem Gebäude. Auf der Rückseite der Karte stand, hier noch ein Speicherstick mit einem persönlichen Begrüßungsvideo, wer ich bin und was ich mache, dass wenn wir uns das nächste Mal auf dem Flur sehen, damit ihr wenigstens wisst, wer ich bin. Und das habe ich dann bei allen in den Briefkasten eingeschmissen, bei allen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie viele Kunden kamen zustande. Einer. Die Anwälte haben mich gebucht. Zu einem ordentlichen Job. Aber ich behaupte, dass alle anderen das gesehen haben und dachten, zumindest mal, geiler Typ, coole Idee. Der Marcel Chadwittis, dem folge ich, der ist in meinem Coaching-Programm, der hat das Level noch völlig ausgereizt. Der ist Videofilmer und hat Filmklappen produzieren lassen. Brutales Geschenk und hat es dann seinen Kunden geschickt. Und jetzt kommt die konkrete Umsetzung, was ich euch empfehle. Bei der Offline-Akquise. Und es geht jetzt auch im B2B-Bereich. Besonders im B2B-Bereich, weil vorhin jemand gefragt hat. Achtung! Schritt Nummer 1. Lege dir jetzt ein Budget fest. Ein Marketing-Budget. 100 Euro. 200 Euro. 50 Euro,
1000 Euro. Was legst du dir fest? Und jetzt überlegst du dir, was für ein visuelles Ding kannst du dir kaufen? Zum Beispiel so Geldscheine. Es geht nur um den Aufhänger. Du könntest dieses Geldbündel jemand schicken und dann schreibe ich dazu, sorry, ist leider Falschgeld. Aber wenn du das im Wirklichen verdienen willst, ich bin Business Coach, bla bla bla. Die Brücke kann man ja immer schlagen. Irgendwas Kreatives. Also überlegst du dir für dieses Budget, sagen wir mal 500 Euro, wie viele Dinge kannst du kaufen? Wie viele Schilder kannst du drucken lassen, die du jemand schenkst? Und dann wirst du vielleicht auf 10, auf 15, auf 20 kommen. Und dann suchst du dir 20 Kunden raus, die du gerne hättest. Und denen schickst du das. Du suchst dir 20 Menschen raus, denen du das gerne schicken würdest. Die du gerne als Kunde hättest. Okay? Academy ist mein absolutes Herzensbaby. Es ist eine Art, Business zu machen, die sehr stark Social Media involviert, das Thema Personal Branding und es geht sehr stark um den Menschen. In der Academy kriegst du meine persönliche Handynummer und ich bin nonstop für dich da. Es geht darum, Menschen zu begeistern, Menschen zu überzeugen, Menschen an etwas teilhaben zu lassen und Bedarf zu generieren, dass diese Menschen bei dir gerne Geld ausgeben, weil sie sagen, nimm mein Geld, ich gebe es gerne bei dir aus. Das ist das Ziel. Du musst ein Gefühl hier haben, wenn du sagst, Kelvin, mir gefällt das, ich möchte Teil davon werden. Welcome in the Academy. Ich hab Bock, ich hoffe, du hast auch Bock, ich hoffe, du bist dabei.